Heute ist es soweit. Oliver und ich gehen gemeinsam zum Abschlussball. Ich bin so aufgeregt. Und wisst ihr was, was noch toller ist? Mia kauft mir ein Kleid. Sie weiß doch, dass ich nicht viel habe. Und ich möchte heute Abend so schön wie möglich sein. Wir haben lange gesucht, aber ich habe es gefunden. Das perfekte Kleid. Und hier sind wir nun wieder zurück bei unserer Snow und unserer Serena. Serena hat sich hier gerade einen Gartensalat genommen, den ihre Schwester im letzten Part zubereitet hat. Und tatsächlich, zu meiner Überraschung, geht es ihr okay. Eigentlich hätte ich schon mit ein paar anderen Stimmungen gerechnet, denn der letzte Part war für sie wirklich ereignisreich. Erst hat sie sich mit unserem Oliver getroffen. Sie ist total verschossen in ihn und dachte, das ist ein Date, aber in Wirklichkeit war er an ihrer Schwester interessiert. Oder ist an ihrer Schwester interessiert, denn die beiden sind so gut wie zusammen. Und am Ende des Parts ist noch was passiert. Und zwar hat sie eine Affäre mit Jaden Bishop angefangen. Jaden ist nicht nur ein verheirateter, erwachsener Mann, sondern er ist auch noch ihr Boss. Ich bin schon sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber zuerst werden wir mal sehen, ob die beiden Schwestern sich heute möglicherweise ein wenig besser verstehen. Denn Snow ist auch gerade von ihrem Shopping-Vormittag mit Mia nach Hause gekommen. Ihre Nachbarin Mia hat ihr ein Kleid für den Abschlussball gekauft. Was sehr gut ist, denn dort geht sie heute auch mit unserem Oliver hin. Oh mein Gott, wie gut verstehen die sich bitte schon. Schaut euch diese romantische Leiste an. Sie sind Liebende, beide schwärmen füreinander. Snow ist unglaublich in ihn verknallt und er empfindet bei ihr größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Oh mein Gott, die beiden sind einfach so süß. Aber bevor wir sehen, wie es mit den beiden weitergeht, wird Snow jetzt nochmal versuchen, mit ihrer Schwester zu reden. Wir werden sie jetzt einfach mal nach ihrem Tag fragen und schauen mal, wie Serena da darauf reagiert. Sie soll sie doch nur nach dem Tag fragen. Warum maulen die sich jetzt schon an? Oh no. Warum sind die beiden immer so? Serena ist direkt schon unheimlich wütend, weil die beiden eben auch eine schwierige Familiendynamik haben. Und Serena weiß ja auch, dass zwischen Oliver und Snow was läuft. Und deshalb ist das Ganze natürlich nochmal um einiges schwieriger. Kann Snow sich vielleicht irgendwie bei ihr entschuldigen? Wir werden mal versuchen, ihr aus dem Tief herauszuhelfen. Okay, never mind. Sie schreit schon wieder. Ich hätte ja wirklich gerne, dass die beiden sich irgendwie verstehen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. 10 seconds later. Oh mein Gott! Warum kämpfen die jetzt? Leute, das habe ich nicht geklickt. Dafür kann ich absolut gar nichts. Ich wollte einfach nur, dass Snow einen kleinen Nap macht, weil sie richtig müde ist. Ist es möglich, dass Snow durch die unhöfliche Interaktion klar geworden ist, dass sie bösartige Taten nicht mag? Ja, das fühle ich sehr. Jetzt fühlt sich Snow wegen Serena verletzt. Und sie verabscheuen sich einfach. Wie gesagt, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu retten. Snow wird jetzt einfach schnell ein Nachmittagsschläfchen halten, damit sie für den Abschlussball fit ist. Und unsere Serena, die muss jetzt tatsächlich zur Arbeit. Ich bin schon sehr gespannt, ob sie dabei auf Jaden treffen wird. Ich hätte Jaden so gerne wiedergesehen, aber er ist bei der Arbeit. Nur Rosa ist da. Ich habe sie schon gehört, aber ich hoffe, ich kann ihr aus dem Weg gehen. Immerhin haben ihr Ehemann und ich uns gestern geküsst. Aber wir haben uns dann noch lange unterhalten. Und er hat gesagt, dass die Beziehung schon lange vorbei ist. Die lieben sich nicht mehr und sind nur noch wegen den Kindern zusammen. Oh nein, da kommt Rosa. Dachte ich mir doch, dass ich dich gehört habe. Ich musste jemanden vorstellen. Komm mit. Oh Gott, es ist so seltsam, mit ihr zu reden. Wen will sie mir vorstellen? Hoffentlich hat sie auch eine Affäre. Das wäre perfekt. Das ist Julian. Er ist gestern auf die Welt gekommen. Jaden und ich sind so glücklich, endlich ein drittes Kind zu haben. Jaden hat also nicht nur seine Frau mit mir betrogen, er hat seine schwangere Frau mit mir betrogen, während sie in den Wehen lag. Wer macht sowas? Und was soll ich nur tun? Und hier sind wir nun beim Abschlussball von Snow, Oliver und unserer Serena.
Unsere Snow hat mit Abstand das pompöseste Kleid von allen an. Aber es steht ihr unglaublich gut und außerdem ist es das perfekte Schneewittchenkleid. Und jetzt begrüßt sie auch gleich ihren Boy. Oh, die beiden sind so unglaublich süß. Sie wird jetzt einfach mal hingehen und wird ihm einmal den Tag verschönern. Und dann wird sie einmal mit ihm knuddeln und ihm sagen, dass er absolut toll aussieht. Ich liebe nämlich diesen Anzug und ich finde, von den Farben her passt es einfach perfekt zu Snow. Unsere Serena hingegen tut so, als würde sie das gar nicht kümmern und tanzt hier einfach für sich allein. Sie kommt wirklich gut damit klar, dass die beiden hier am Flirten sind. Und außerdem kommt sie auch überraschend gut damit klar, dass Julian Bishop existiert. Also, dass Jaden und Rosa noch ein Kind bekommen haben. Ich finde fast, sie kommt zu gut damit klar. Möglicherweise belügt sie ja einfach nur sich selbst. Die Platzierungszeremonie hat begonnen. Gleich erfahren wir, wer Abschlussballkönigin geworden ist. Ich habe tatsächlich vergessen abzustimmen, was ziemlich schade ist, weil eigentlich hätte Serena diesen Titel auf jeden Fall verdient. Aber wir werden gleich sehen, wer gewonnen hat. Unsere Aufsicht Anaya Price verkündet das. Abschlussballkönigin ist Luna. Und Snow ist einfach Närrin des Abschlussballs? Ich glaube irgendwie immer, dass das nichts Gutes ist. Aber es jubeln alle, also möglicherweise ist es doch was Gutes. Hat da irgendwer von euch eine Ahnung, was Närrin des Abschlussballs eigentlich sein soll? Oh, aber Oliver ist auf die Bühne gekommen und hat sie geküsst. Und jetzt wird es für unsere Twiddletauben auch Zeit, dass sie sich nach draußen begeben. Sie werden sich jetzt einfach mal hier auf die Bank setzen. Denn Snow möchte Oliver etwas ganz, ganz Wichtiges fragen. Und Snow wird einmal versuchen, eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm zu führen. Sie wird ihm einfach erzählen, was sie sich für die Zukunft wünscht und was ihre Träume sind. Weißt du, mit Serena zusammenwohnen ist nicht so ganz einfach. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich träume auch schon lange davon, zu heiraten. Ich möchte eine glückliche Ehe, ich möchte viele Kinder und ich glaube, deshalb möchte ich sehr, sehr bald, dass es auch zwischen uns beiden ernst wird. Deshalb wird sie ihn jetzt noch einmal umwerben und ihm einfach versuchen klarzustellen, du bist die Person, mit der ich gerne zusammen wäre. Und weil er auf alles bis jetzt sehr positiv reagiert hat, wird sie ihn fragen, Oliver, möchtest du offiziell mein Freund sein? Und Oliver, ja! Oliver und Snow sind nun offiziell zusammen. Und diese Szene wäre noch so viel besser, wenn Snow nicht diesen scheußlichen Hut tragen würde, weil sie Närrin des Abschlussballs ist. Mittlerweile ist der Abschlussball schon einige Stunden vorbei. Alle anderen SchülerInnen sind schon verschwunden. Nur unsere Serena weiß nicht so ganz, was sie nun machen soll. Einerseits beschäftigt sie das Ganze mit Snow und Oliver natürlich ein bisschen, aber hauptsächlich denkt sie an Jaden, Rosa und den kleinen Julian. Sie ist komplett überfordert, weiß überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Aber sie weiß natürlich, sie muss mit Jaden über alles sprechen. Und deshalb wird sie ihm jetzt eine SMS schreiben, in der steht, ich weiß, dass deine Frau noch ein Kind bekommen hat. Wir müssen reden. Jaden hat mir einen Fahrer vorbeigeschickt und jetzt bin ich hier. Vor diesem, naja, was ist das eigentlich? Ich bin so nervös. Aber ich muss mich der Situation stellen. Es tut mir unendlich leid, Serena. Ich hätte dir sagen sollen, dass Rosa schwanger ist. Ja, hättest du. Und dann seid ihr wohl nicht nur wegen den Kindern zusammen? So stimmt das nicht. Ich glaube nicht mal, dass es mein Kind ist. Und ich werde sie verlassen. Ich werde es ihr morgen sagen. Serena, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich glaube ihm. Er wirkt so aufrichtig dabei. Ich hoffe, es ist kein Fehler.